Oh, hier ist ja ordentlich Betrieb. Jetzt kommen so langsam die Blümchen. Die Distel kommt auch. Das soll ein Riesengewächs werden. Und ich sehe Hummel um Hummel. Da, da. Unten krebsen welche um. Oh, wie schön. So, jetzt tingeln wir hier durch. Hallo ihr Lieben, es geht weiter und ihr seid bestimmt schon gespannt, wie es bei mir weitergeht. Ich habe heute so einen kleinen Gartenrundgang vor. Vielleicht mache ich an mal ein oder anderen Ecke was, beziehungsweise ein kleiner Gartenrundgang und poppt sich ja bei mir meistens, dann doch zu einem großen. Heute geht es jetzt irgendwie los. Freie Schnauze, ihr kennt mich, irgendwas kommt bald rum. Auf jeden Fall gibt es ganz viel schöne Natur zu genießen und hier vorne, das ist schon so eine Freude. Phacelia ist so richtig rausgekommen. Ihr wollt das sicherlich mal von Nahem sehen und deswegen hole ich euch mal ran. Auf jeden Fall eine Distel, die bis 2 Meter hoch wird. Ja, bin ich gespannt, wie sich das hier weiterentwickelt. Und das Beet hier neben, ne, mit den Tomaten und dem Azurstar-Kohlrabi, das entwickelt sich auch echt super. Ich bin sehr glücklich damit. Oh, jetzt habe ich ja noch mal eine Überraschung entdeckt. Beim Kartoffelacker war ich ja soweit nicht bei, aber ich habe gerade so ein Blümchen entdeckt. Wo ist es denn? Hat sich da einfach eingeschlichen. Habe ich, meine ich, in meinem Garten auch noch nicht gesehen. Da, was ist denn das? Wie schön. Einfach mal so ein blinder Passagier. Den hätte ich nie entdeckt, hatte ich hier Beikraut gejätet. Also von daher, schön, wenn sowas auftaucht. So lasse ich auch immer stehen. Also wenn ich hier jetzt irgendwie beigehe, dann werde ich das in Ruhe lassen. Und übrigens, mega spannend hier, ne? Das Beikraut, wie immer so schön gesagt wird. Die Gartenmelde habe ich gerade für mich entdeckt. Hier gibt es ein paar junge Pflänzchen. Geschmack ist super. Könnt ihr verwenden im Salat und so. Ich habe da mit Freunden die letzten Tage Wraps mitgemacht, unter anderem, und anderen Zutaten aus meinem Garten. So, ihr könnt das sehen. Ich bin mega am Ölen. Es ist einfach super, super warm. Am liebsten hätte ich mich hinten in den Schatten verkrümmelt, aber da sind meine Beete nun mal nicht. Und hier war ich jetzt nun beim Kartoffelacker und bei dem Geschichtchen hier hinter mir. Da gibt es das ein oder andere zu zeigen. Und hier vorne möchte ich auch gleich anfangen. Ich habe ja hier meine wilden Konstruktionen des Korkenzieher-Haselnuss im Boden. Hier werde ich auch wieder mein Tomatensystem anbringen. Das sieht dann so aus. Na, da hat man dann oben Gegengewicht, wer es noch nicht kennt. Zieht sich automatisch oben dann immer rüber. Man muss keinen Tomatenhaken nachhäkeln, wie auch immer. Ja, so sieht das aus. Zurück zum anderen Beet. Und ich werde hier mal durchstiefeln. Zip. Der Palmkohl. Ne? Ich habe hier noch nicht gemulcht. Das mache ich ja so nach und nach im Garten. Der Bereich wird auch bald fällig sein. Ich warte ehrlich gesagt noch ein bisschen auf den Salat. Aber was heißt warten? Ich muss mit dem Mulch auch erstmal hinterherkommen. Das geht nur Stück für Stück. Das, was der Garten so hergibt, was ich rankriege. Ja, und da vorne die Tomate. Ja, und hier habe ich noch einen Palmkohl. Wunderbar. Und die Minze werdet ihr schon entdeckt haben und hier wächst auch eine und die hat viel größere Blätter. Guckt euch das an. Oh, ich liebe auch diesen Geruch, richtig schön. Den nehme ich jetzt mit auf die Reise. Ja. Dann mal von da weg, hier sieht das super aus. Salat und Tomaten, toll am Wachsen. Ne, die Tomaten waren die Zuckerbusch, die Buschtomaten. Und ja, Sonnenfalle hat ein bisschen Zuwachs gekriegt. Ein paar Pflänzchen, ich habe es aber wieder vergessen, die sind hier irgendwo zwischen, ach ja genau, Basilikum, ist noch nicht zeigenswert, viel zu klein, wenn da was passiert, werdet ihr es mitbekommen. Jo, da vorne habe ich dann auch mal Unkraut weg oder Beikraut weg, dass ich mich immer kontrolliere. Lars, nenn das wie du willst, das ist doch totaler Blödsinn, egal wer es wird sich wer beschweren. Radieschenzeit ist gewesen, alles was in die Blüte geschossen ist, na, schmeckt holzig, kennt ihr. Und hier könnt ihr auch mal sehen, so im Verhältnis, das war neueres Saatgut und das hier vorne waren Experimente mit teilweise vier Jahre alten Saatgut und man sieht schon, es geht deutlich weniger auf. Ich muss aber auch sagen, da vorne ist auch eine Lücke, ne? Also egal wie, es ist irgendwie,
Nicht alles 100%. Da habe ich auch schon mal ein bisschen gebuddelt und so, aber die Möhrchen sind noch nicht so weit. So, hier können wir eigentlich mal durchs Beet stiefeln. Ich habe hier ja noch ein paar Pflänzchen drin. Erstmal gibt es hier schon wunderschöne... Ach, hier, da. Ich muss mal aus dem Licht. Das geht gerade nicht, ich bin voll im Licht. Bein heben. Moment. So, könnt ihr die sehen? Ich mache hier akrobatische... Da ist eine Rode. Nun gut, genug gealbert. Hier habe ich ja noch den Kriechthymian, der soll sich breit machen. Hier auch. Der macht sich schon breit, da kann ich das schon erkennen. Das freut mich. Aber die anderen, da wird sich noch was tun. Oh, und der hier, das riecht so zitronig. Mmh. Oh, so schön. Ja, da haben wir noch ein bisschen Gartenmelde. Ja, aber ich stiefel jetzt erstmal zurück. Zip. So, hier ist es recht unspektakulär. Fenchel ist in die Höhe geschossen, hat natürlich nicht mehr so den intensiven Geschmack wie sonst. Da wachsen noch ein paar Erdbeeren irgendwie. Kann ich euch, glaube ich, jetzt gerade nicht so zeigen. Aber jetzt habt ihr es mal kurz gesehen. So, hier habe ich ja, glaube ich, noch irgendwie eine Kapuzinerkresse. Da! Genau, guckt euch die an. Die muss ich, glaube ich, noch mal mehr wegmachen. Jetzt seht ihr die. Das ist die Kapuzinerkresse, wenn man Naturzaun hochbeet. Ich glaube, die wird hier zu wenig Sonne kriegen, aber wer weiß, vielleicht wäre ich noch überrascht. Und hier könnt ihr nochmal von der anderen Seite sehen. Hier hatte ich ja noch Kohl drin, ich glaube, das war, na, was ist das? Der Rohkohl. Und da habe ich dann halt noch die Erdbeeren, die kommen. Und Physalis ist vielleicht noch zeigenswert, ja. Da haben wir auch noch eine mehr. Hier die Artischocke und hier drunter ist irgendwo noch, da ist auch noch eine Physalis, ne? Alles so. Beim Beinwell ist das so, wenn der hochgeht, irgendwann fällt er zur Seite. Aber noch ist er immer noch besucht. Dennoch kann man schon erkennen, der hat seine beste Zeit gehabt. Deswegen hier werde ich mal irgendwann ernten gehen bzw. sauber machen. Und es ist auch wieder super für die Jauchen oder ne, zum Mulchen. Super Sache. So sieht es hier aus. Guckt euch das an. Schön. Wollen wir ja nochmal durchstiefeln. Ich war ja noch nicht ganz fertig. Ich hoffe, der Akku spielt mit, weil mein Audiogerät kurz vor Ende war gerade schon. Und eine Zeit lang wird es noch durchhalten. Aber mal gucken, ob wir alles ins Kasten kriegen. Sonst war das Video umsonst. Die Gurken haben ein bisschen Hilfe gekriegt hier. Ne? Das sieht gut aus. Und ja, hier der Kohlrabi. Ne? Also jetzt gibt es schon mal was zu zeigen. Da unten könnt ihr das wunderbar sehen. Oder hier. Also das hier ist schon ein richtig schönes kleines Feld. Das macht mir richtig Laune. Dabei stand gar nicht, bis zum Ende gar nicht fest, was ich da so reinhaben möchte. Und jetzt bin ich echt mega glücklich. Die Zwiebeln auch. Echt ein richtig schönes Zwiebelfeld. Man kann das auch schon erkennen hier unten. Da wird das so rötlich. Tomaten. Die Erdbeeren, die stehen super da. Werden aber auch anschnaguliert. Ist aber okay für mich. Für mich ist das eine Naschpflanze, aber ich muss sagen, so langsam lecke ich Blut. Ich kann das verstehen für die Leute, die so scharf auf Erdbeeren sind. Ja, und meine ganzen bunten Beeten, also ob gelb, ob rot, ob rot-weiß oder wie auch immer, die kommen jetzt auch. Ich habe da auch ein bisschen was gemacht und gemulcht. Braucht aber alles noch Wasser. Jetzt rieche ich schon so oft von Wasser. Vielleicht soll ich auch mal gießen. Ah, das macht der Akku nicht mit. Ich habe gerade überlegt, ob ich das schnell mache. Da ist noch ein Oloroso. Hier habe ich richtig schön Rucola. Der schmeckt super, ne? Also je älter, umso... Ich kann das gar nicht beschreiben. Also lasst sie mal gerne stehen und auch in die Blüte schießen. Da kommt ein richtig geiler Geschmack an. Wie es in der Blüte übrigens aussieht, das könnt ihr wunderbar hier erkennen. Hier war ich jetzt noch nicht weit dabei. Ich lasse wild wachsen. Hier haben wir Minze, Ananasminze, die zwei Artischocken, die sind größer geworden. Thymian wächst auch alles. Und das hier ist dann auch nochmal Rucola. Guckt euch das an. Eine sehr faszinierende Pflanze, wie ich finde. Wow, richtig schön. Physalis kommt auch, die andere nicht. Habe ich ja mal einen Kommentar gekriegt, da müssen zwei nebeneinander. Das bestätigt sich, wie es aussieht, aber ich lasse das mal weiter laufen. Die Bananenpflanze kommt wunderbar. Ja, und die Malve, ne? Es ist nach wie vor richtig schön. Da kann man der Biene bei der Arbeit zuschauen, wenn wir dürfen. Kurz. Ach, ich liebe das, eine richtig schöne Pflanze. Da haben wir eine Hummel. Die haben zu tun. Gut. Was gibt es noch Schönes zu sehen? Hier tingle ich mal rum. Jetzt haben wir gerade... Oh,
Was bist du denn für ein schönes Tier? Das kann ich euch leider nicht filmen, ist gerade bei mir auf dem Bildschirm gelandet. Du bist ja eine spannende Fliege. Na, okay. Die lasse ich mal weiterlaufen. Die will vielleicht zugucken, was ich filme. Du bist ja echt spannend. Topinambur kommt auch richtig doll. Und hier wächst eine Königskerze mittendrin. Hier auch. Da, sie will langsam. Das wird schön. Ja, das mit den Zwiebeln geht auch langsam voran. Ist doch toll. So, die vorgezogenen Tomaten sehen auch schon super aus. Echt toll. Die habe ich noch geschenkt gekriegt, deswegen ist die ein bisschen größer. Hinterm Pavillon tut sich auch ein bisschen was. Da haben wir ein paar Pflänzchen da. Die Salatgurke ist gar nicht durchgekommen. Ich verstehe es nicht, also keine Ahnung. Ich hatte im ersten Jahr Salatgurke, wunderbar geklappt, dies Jahr nicht. Na gut, da muss ich mir was überlegen im nächsten Jahr. Könnt ihr sehen, wie mir die Suppe läuft? Es ist unglaublich warm. Unglaublich warm. Bisschen Schatten brauche ich gerade und deswegen nehme ich euch mit zu etwas, was ihr bestimmt noch nicht gesehen habt. Hier ganz hinten muss ich mal hier das Stativ verstellen, beziehungsweise ich habe dieses... Oh, Schatten, wie schön. Herrlich. Nun gut, was ich euch zeigen will, ist eigentlich, ich habe auf dem Sperrmüll mal was gefunden. Und habe heute auch schon eine Runde gespielt, mit wem hier. Da war kurz da, ich sagte, ich soll zwar einen Film drehen, aber ein, zwei Ründchen können wir. Und das haben wir gemacht. Dann habe ich gestern den Sven zu Besuch gehabt und wir haben das gebaut. Geilo! Wir haben jetzt eine Dartscheibe. Und das Ganze hängt auch auf der richtigen Höhe und so, wie man es alles so kennt. Dartpfeile habe ich geschenkt gekriegt. Das Ding habe ich auf dem Sperrmüll gefunden. Ja, und diese Geschichte, ich habe hier eine Decke, wenn man vorbeiwirft, dass das nicht irgendwo in der Valle Pampa landet. Genau, da laufe ich noch mal ein bisschen rum, kann ein bisschen mehr sehen. Einfach nur oben Holzbalken, hier in der Mitte so ein, hinten am Pfeil festgemacht. Und glaube ich, kann man das ganz gut erkennen. Und dann habe ich das Ganze gespannt. Zip. Ja, mit so einem Kleiderbügel und den hake ich hier unten ein. Fertig. So. Und schon hält das Ganze. Sondern von hier könnte ich doch eigentlich mal da so rumgehen und euch ein bisschen noch was zeigen. Aber von hier sieht das auch echt schön aus im Moment. Herrlich. Schön. Und die Geräusche. Da haben wir eine Meise. Hi. Nun gut. Hier hinten habe ich auf jeden Fall noch entdeckt. Hier hatte ich ja die Akeleien. Da wächst noch ein bisschen was. Und hier überall so die Blätter verraten, das auch stellenweise was ist. Ich merke gerade, ich muss andersrum gehen. Hier hat übrigens der Gemüsebaum reingefunden. Ja, habe ich vorne aus dem Garten geholt. Und hier hinten tingle ich jetzt rum. Ach, ich liebe das, hier meinen eigenen Wald zu haben. So. Hier Akelei. Hat aber seine Zeit gehabt, habe ich von meiner Mutter gesagt, bekommen. Und hier wächst aber noch was. Ich wurde überrascht mit... Ah, da waren gestern noch zwei dran. Ich habe wohl noch eins gekriegt für diese schönen Nahaufnahmen. Schön, habe ich ein Glück. Ja, somit habe ich jetzt hier direkt noch eine Stelle zum Dartspielen. Das liegt hier, damit will ich einen Zaun von machen. Also hier will ich auch so viele reinmachen wie im Naturzaun. Dann kommt hier so ein Stück, so ein kleiner Zaun halt. Macht optisch bestimmt nachher auch was her. Jo, und das ist jetzt hier so mein Reich, auch wo ich gerne mal rumfließe. Vor allem der hier. Ich liebe es, ne? Also unglaublich gemütlich. Ich habe vorher auch nie mit Hängematten zu tun gehabt, wirklich. Dass ich jetzt irgendwie lange irgendwo mal gelegen hätte. Ich kann mich nicht erinnern, vielleicht mal als Kind irgendwo, aber jetzt, aber wirklich ganz jung, dass ich das einfach auch nicht mehr weiß. So, wir stiefeln mal zurück. Zack, 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 zack. So, da haben wir noch einen Topf, da haben wir noch einen Stuhl, da ist eine Schaukel. So, es gibt aber noch weitaus mehr zu sehen als das, was ich euch bisher gezeigt habe. Also es gibt noch ein paar Überraschungspflanzen. Na, hier an den Königskerzen sind wir schon vorbeigekommen. Und jetzt tingeln wir mal noch mal ein bisschen weiter. Weil es hat eine neue Farbe in meinem Garten gefunden. Ein kleiner Stand der Artischocke noch vorweg. Da haben wir sie.
Und Koriander, mega schön. Ach, Blödsinn, was ist es denn? Das ist nicht Koriander, sondern Kresse. Möchte ich auch nicht missen. Wenn man die auswachsen lässt, sind diese Blätter auch super intensiv im Geschmack. War auch in den Wraps drin, möchte ich auch nicht mehr missen. Also das ist eine Geschichte, die ist super geil. Und wenn es dann noch blüht. Oh, es duftet hier auch ganz anders. Oh ja, hier ist ein schöner Geruch. Ach, wie schön. Die Tomatenpflänzchen hier haben auch einen Schub gekriegt. Für alle, die das sehen, bedenkt, ich habe ganz bewusst recht spät angefangen im Jahr und bin dementsprechend auch vom Fortschritt natürlich ganz anders als viele, die irgendwie vorziehen, ganz groß vorziehen mit Lampen und so. So, die dicken Bohnen, die haben ausgeblüht, wie es aussieht. Und man kann auf jeden Fall überall unten so ein bisschen erkennen, dass da was wächst. Hier, da seht ihr eine. Hier kommen auch die dicken Bohnen. Oh, die haben einen Schub gekriegt. Also überall irgendwie was dran, muss ich euch nicht mehr zeigen. Ihr habt das jetzt einmal gesehen. Und hier sehe ich gerade auch sehr viele Läuse. Ich habe da jetzt kein Drama mit. Hier habe ich jetzt auch eine Stelle entdeckt, alles voll Läuse. Das ist für mich aber okay. Das gehört dazu. Die Ameisen sind hier auch unterwegs. Die melken die. Es ist ein gewisses Gleichgewicht. Ja. Hat meiner Pflanze jetzt noch nicht geschadet. Kann damit sehr gut leben. Davon ab habe ich hier auch Kapuzinerkresse. Ja, die wird sich hier breit machen, die auch irgendwann abziehen. Ja, sind natürlich spät dran, noch machen die nicht so viel. Hier sind noch die Kartoffeln, die so vereinzelt mal zwischen sind. So, und jetzt werde ich euch was richtig Tolles zeigen. Guckt euch das an mit den Kichererbsen, das kennt ihr ja schon. Aber die Erbsen, ne? Also ich habe rausgefunden, wir brauchen gar keine Rankestelle. Guckt euch das an, ist das nicht toll? Ich habe nichts zum Stabilisieren, außer jetzt hier vorne ein bisschen. Und das hält sich. Also es ist richtig stabil. Ich glaube, wenn man am Ende und am Anfang hier so zwei macht, dann haben die was zum Festhalten. Und so im Insgesamten stabilisieren die sich dann ja, von alleine. Ich finde das toll, total spannend. Und an anderer Stelle habe ich auch noch Erbsen. Aber ja, hier ein kleiner Schwenker, da kommen wir gleich nochmal hin. So, hier, da Erbsen. Ihr seht, das alles sehr trocken. Nochmal von der Seite. Man sieht jetzt auch, wie das alles kommt. Ne? Mangold, Erbsen. Da die Radieschen, da dann wieder Möhrchen dazwischen, Radieschen, hier den Rosenkohl. Oh, und hier haben wir Erbsen. Jetzt waren die umgepflanzt, man kann das sehen, so die Zeit des, also ne, Wachstumsfortschritt, den ich hatte, als ich die umgepflanzt habe. Da war das schon so, dass es genau das hat, was jetzt heller wird, aber darüber hinaus läuft es nach oben weiter. Natürlich ein bisschen verzögernd und so, aber ja, im Generellen kann man doch schon zufrieden sein, wenn man mal so vom Weiten guckt. Ich hüpfe hier nochmal rüber. Hier, da hängt einiges an Erbsen. Da, guckt euch das an. Da darf ich auf jeden Fall genug naschen. Also ich brauche die nicht zum Kochen, ich brauche die wirklich als Rohkost nur. Alles andere interessiert mich gar nicht für mich. Ja, und so sind hier überall jetzt Schoten versteckt. Gahut, Paprika, die Tomaten, Salat. Ich habe Salat hier schon fleißig geerntet im Garten. Übrigens auch der hinter mir. Ein Kiholbeet, dieser große, da, der ist auf jeden Fall, der hat seine Zeit jetzt auf jeden Fall der Ernte. Den kann ich noch in Ruhe lassen, da scheint ein anderer zu sein, da auch. Aber hier könnt ihr das wunderbar sehen, wenn der oben durch möchte. Toll. Einmal noch für einen Überblick, Kiholbeet im Moment ziemlich wild, das ist gewollt. Wird bald dran sein zum Freimachen, ist alles okay mit. Sehr viel, wo ich Saatgut gewinnen möchte. Das Beet, was ich euch gerade gezeigt habe, da auch. Und jetzt kommen wir zu dem. Ich habe hier wunderbar viel ausgesät. Hier für die Bienchen auf jeden Fall. Überall Phacelia zwischen. Ne? Die hier, für die, die das nicht kennen. Mohn, 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 Mohn. Aber bestimmt auch andere Sachen. Denn gewachsen, ähnlich wie Mohn, haben wir hier auch diesen schönen blauen. Sieht natürlich oben ein bisschen anders aus, aber... Da wird sich schon einiges noch breit machen. Nun ja, überall so ein bisschen was zwischen. Hier haben wir noch Salat und die Tomaten. Der Baum, der ein Baum werden möchte, bei dem wir wissen, nicht wissen, welcher Baum das ist. Das war ja eigentlich eine Pflaume. Ja, oben passiert weiter nichts, aber unten, lass uns überraschen, ob ich den noch behalten will nachher. Ja, so sieht das jetzt aus. Richtig schön. Hier wächst übrigens noch beim Foodchain-Stand auch eine Artischocke. Ich sehe aber, der Platz, die braucht viel mehr Sonne, auch schon viel früher am Tag.
Beim Foodsharing-Stand habe ich auch noch ein paar Pflänzchen drin. Ja, also hier habe ich jetzt zwei Tomaten. Eine von meinen vorgezogenen, die habe ich auch noch geschenkt gekriegt. Hier haben wir noch die Prunkwinde, die darf sich breit machen. Ist auch da vorne noch zu haben. Ja, ein bisschen Lavendel dazwischen, Wicke. Alles nicht so wichtig, hatte bei mir noch keine Priorität. Ja, hier schießt ein bisschen was in Blüte. Und ich denke, das soll es dann auch hier aus der Ecke gewesen sein. So ihr Lieben, hier wird zu warm zu filmen und ich brauche auch weiterhin Erholung, die ich mir versuche jetzt hier noch zu holen, ein bisschen in die Hängematte fläzen, runterkommen, die Welt da draußen mal sich selber überlassen. Das soll es für heute gewesen sein. Ich bin noch nicht so gerade vor, bei mir geht es so ein bisschen und deswegen, ich habe gerade irgendwie nicht mehr Worte und auch nicht so viel Elan, jetzt kopfmäßig noch was rauszuhauen. Also ich hoffe, ihr konntet den Gartenrundgang ein bisschen genießen. Ich werde jetzt weiter versuchen, ein paar Sachen zu regeln, aber auch gleichzeitig mich zu erden und ja, so eins nach dem anderen. Life goes on. Ja, ziemlich harte, stressige Zeit. Oh, ich habe noch was ganz vergessen. Hier, Mutter, guck mal. Jetzt weißt du, wo deine Lemon Queen hingekommen ist. Die haben wir nämlich hier. Ja, da, überall Zucchinis drin. Richtig toll. Finde ich richtig genial. Oh, diese Fliege, die macht mir echt hart wahnsinnig. Ich kann das gerade nicht ab. Überhaupt nicht.